Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltage von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender. Und die Portaltage kommen von Maya-Kalender, weil sie haben das bestimmt berechnet. Einmal habe ich richtig ausgerastet über dieses Thema und das kommt bei mir äußerst selten vor und ich beruhige mich auch schnell. Mich kann niemand aus der Ruhe bringen. Der Grund war, diese Portaltagen, nicht nur das, sondern auch die Beratungen. Und viele, viele Kunden, heute zum Beispiel auch, ruft mich jemand an und erzählt, mir geht's so schlecht, ich habe richtige Depressionen, in die Liebe geht nichts voran. Kein Wunder, wir haben gerade Portaltagen. Die Informationen, die falschen Informationen führen die Menschen dazu, dass sie denken, die Ursache sind diese Portaltagen. Es wird verteufelt. Und warum? Weil das wird im Internet verbreitet, regelrecht verbreitet. Und dazu kann ich nur sagen, es ist ein uraltes Wissen. Und die Mayas haben das beobachtet in Natur. Sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Sie haben die kosmischen Einflüsse beobachtet. Und so entstand ein wundervolles, präzises Kalendersystem. Nach der Beobachtung der Natur. Und wenn wir nach diesem Kalendersystem leben, dann sind wir im Einklang mit der Natur, mit den Naturkräften, was wir auch in körperlichen Ebenen auch spüren, weil das aktiviert Energiezentren. Und diese Portaltage sind wunderbare Möglichkeiten, in eine höhere Schwingung zu kommen, weil wir betreten einen feinstofflichen Energiefeld. Ich sage dazu, wir betreten in ein Heiligtum. Die Mayas haben uns das hinterlassen. Leider wurde durch die Inquisition ein Großteil dieses Wissens vernichtet. Die Schriften wurden verbrannt. Und jetzt, durch die Medien, durch Internet, sind wir gerade dabei, die Rest auch vernichten. Und wird diese wundervollen Tage, wo wir in göttlichen Energie sind, so vermittelt, Vorsicht, jetzt geht uns alles schlecht, wir haben Kopfschmerzen, wir sind krank, wir haben Depressionen und durch diese falschen Informationen verbindet sich natürlich jeder automatisch dann zu diesen Portaltagen. In ein paar Jahren sagt jeder, oh, jetzt kommen die Portaltage, oh, ich habe schon jetzt Kopfschmerzen. Und das ist Unwissenheit. Andreas Popp würde sagen, das beleidigt meine Intelligenz. Ein schöner Satz. Und ich möchte das klarstellen. Licht ins Dunkelheit bringen, dass wir verstehen, was da passiert in diesen Tagen. Und diese Karten, was hier erscheinen in diesem Bild, dass ich nicht in meine Fantasie geboren. Ich habe die auch nicht gezogen und was dazu erzählt, sondern das basiert auf einem altes Wissen, was die Mayas berechnet haben. Die haben die astronomischen Hintergrundwissen auch gehabt durch ihren Beobachtungen. Und jetzt machen wir Schritt für Schritt
Was passiert im heutigen Tag? In welchem Energiefeld sind wir gerade? Es gibt Wellen oder Töne, Frequenzen. Und wir befinden uns gerade in sechsten Welle. Und eine Welle, jetzt auch diese sechste Welle, dauert 13 Tage. Die Zahl 13 und die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Und diesen 13 Tagen für die Mayas, für diesen Kalendersystem, ist so ähnlich wie bei uns die Zahl 7, unseren Wochentagen. So könnt ihr das vorstellen. Und diese Welle, diese sechste Welle, dauert von 14. Februar bis 26. Februar und vertritt diese Welle gerade, das wechselt sich ab, aber momentan vertritt das die Luftelement. Und das hat auch eine Bedeutung, weil jetzt haben wir die Möglichkeit von vieles verabschieden und endlich aufatmen, damit wir zum Leichtigkeit kommen. Die Luftelement vertritt auch die Ideen, Gedanken, wird auch zum Luftelement zugeordnet, dass wir gerade zum neuen Ideen, Gedanken kommen. Und Luftelement vermittelt worden, hat mit Kommunikation auch was zu tun. Diese sechste Welle bedeutet Tod. Und dieser Tod heißt jetzt nicht wortwörtlich Todesfall, sondern die Notwendigkeit, die Entscheidungen treffen von einigen Sachen, Gedankenmuster oder Gefühlen, verabschieden, loslassen. Wir brauchen diese Transformation, damit etwas Neues entstehen kann. Das könnt ihr auch so vorstellen. Ihr geht in euren Lebensweg und ihr habt einen Rucksack. Und dieser Rucksack ist voll mit Sorgen, mit Problemen, mit Zweifeln, mit Ängsten und ihr schleppt das mit. Und in dieser Phase, gerade in dieser sechsten Welle, ist wichtig, mal anhalten und anschauen, was ist in diesem Rucksack drin, was mich seit Jahren, seit Monaten oder egal wie lange das ist, seit einigen Zeit bedrückt. Weil wenn ich das weiterhin mitschleppe, erstens ist das schwer, erschwert den Lebensweg, erschwert meine Schritte und in diesem Rucksack gibt es keinen Platz für etwas Neues, weil es ist vollgepackt mit Sorgen, mit Problemen, mit Angst, all das, was uns bedrückt. Wie ein Stein schleppen wir das mit. Und jetzt ist gerade die Zeit, mal anhalten und anschauen, was ist das genau? Ihr könnt das auch aufschreiben. Sind das Gedankenmuster, sind das Gewohnheiten, sind das Lebensumstände, sind das Kontakte, Bekanntschaften? Und das, wo ihr sofort sagt, von innen heraus, eine spontane Gedanke, das kommt immer intuitiv dann, das könnt ihr auch wahrnehmen. Nee, das will ich eigentlich nicht und das will ich seit Jahren nicht. Aber ich habe noch nie getraut, Nein zu sagen. Jetzt ist die Zeitpunkt, sage jetzt Stopp. Halt, jetzt muss ich Nein sagen, ich muss hier aufräumen. Also aufräumen in diesem Rucksack, alles raus, was bedrückt, auch Gefühle gehören dazu wie Angst. Weil das ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Dann kommt zum Leichtigkeit, euren Schritte ist viel einfacher, eure Körperhaltung ist auch anderes, dann bedrückt euch nichts und schaut nicht auf den Boden, sondern ihr habt eine gerade Haltung und Platz. In diesem Rucksack gibt es wieder Platz für etwas Neues. Und das sind diese notwendigen Schritte in unserem Leben. Und genau in diesen Wellen befinden wir uns. Und das zeigt die Qualität, diese Zeitqualität Tod, was nicht mit Todesfall was zu tun hat, sondern loslassen,
All das Loslassen, Befreien, das ist die Transformation. Und diese Welle ist für uns eine Brücke. Das ist nicht mal die alte Muster, weil das verlassen wir, aber sind wir noch nicht ganz angekommen. Also eine Übergangsphase. Und wichtig ist in dieser Welle, was bis 26. Februar dauert, die Gegenwart leben, nicht so viel nachdenken, was in Vergangenheit war und auch nicht grübeln, oh, was kommt in kommenden 5 Jahren. Das ist nicht die Gegenwart. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Und wenn das ihr lebt, dann habt ihr weniger Angst. Und das sorgt dafür, dass wir zum inneren Gleichgewicht kommen. Im heutigen Tag, und das ist der 16. Februar, haben wir die Zahl 3. Und das heißt den 3. Tag in dieser Welle. Die Zahl 3, wie beschreiben das die Mayas? Die Mayas sagen, in dieser Zahl kommen wir zum Bewegung. Die Zahl 2 verbindet und dadurch entsteht etwas Neues. So wie bei Vater, Mutter entsteht dann das Kind. So ähnlich könnt ihr das vorstellen. Und diese Zahl 3 zeigt die Verbindung und durch diese Verbindung kommt etwas Neues, ein Neuanfang. Es ist Bewegung. Diese Zahl zeigt, es kommt etwas im Schwung. Wir kommen zu einer neuen Richtung. Wir befreien uns von vielem, weil wir können bestimmen, welche Richtung soll das weitergehen. Diese Zahl bedeutet auch Kommunikation. Die Hauptthema bei Zahl 3, Neuanfang, Schwung, Bewegung, Kommunikation, die Richtung, eine neue Richtung bestimmen. Die heutige Tageseinfluss zeigt dieses Symbol und dieses Symbol heißt Lamat. Und Lamat bedeutet übersetzt Hase oder Stern. Diese Lamat bedeutet für uns, für den heutigen Tagen, alles was schön ist. Die Mayas haben dieses Symbol verbindet mit Venus. Also das ist eine Venus-Energie, Schönheit, Kreativität, Harmonie und Liebe. All das ist die heutige Tagesenergie. Das ist der Sternenhimmel, das Glück, die Schönheit, schöpferische Kraft, Fruchtbarkeit, Kreativität, Kunst und vermittelt der Tanz des Lebens. Hat auch einen Bezug zum Kunst. Und heute können wir sagen, ich bin aktiv, produktiv und ich schätze mein Tun und ich weiß, das trägt auch Früchte. Die Natur können wir diese Energie beobachten im Sternenhimmel, das zeigt sich hier auch den Sternenhimmel oder Planet Venus. Als Kraftplatz ist Fluss, See, Wald, also die Natur. Krafttier ist Hase, Halbedelstein ist Lapislazuli. Und Edelstein ist Saphir und in unserem Körperlichen ist natürlich die weibliche Energie, auch diese Schönheit, schöne Haut. Das gehört auch zum Venus-Energie, aber steht in Verbindung zum Gebärmutter, zum Sexualität. Dann haben wir den Mondeinfluss, hat auch Einwirkung auf unseren heutigen Tag und das heißt X. Und das bedeutet weiße Magie. Wir verspüren die magischen Fähigkeiten in uns, zu unserem höheren Selbst oder zu unserem Herzensbewusstsein kommen. Und diese X bedeutet auch, der Weg wird gezeigt zu dieser weißen Magie. Und das war mein heutiger Portaltag.
hier dieser neue Mythos zeigt auch die neuen Möglichkeiten, neue Chancen, wenn wir diese weiße Magie verspüren und auch die Schönheit, die Liebe leben, auch unserem Herzen dieses Bewusstsein kommen, dann kommt etwas Neues. Und die drei Zahl bedeutet, vereint sich zwei und dadurch entsteht eine dritte Möglichkeiten, Chancen, Verbindung, die Polarität und dann die Entscheidung in eine bestimmte Richtung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.